Ein weiterer Gruß und ein ständiger Gast bei unserem Hausmesse mit Oktoberfest ist der Ökonomierat Hans Nowak. Herzlich willkommen. Ebenfalls einen herzlichen Gruß der Frau Bürgermeister der Gemeinde Ellag, Frau Christine Plohner. Ein herzlichen Gruß auch den Vizebürgermeister der Marktgemeinde Kirchbach und Geschäftsführer des Gelterner Almkäses, Herrn Christoph Wasserteuer. Und auch uns auch herzlich willkommen heißen die Bauernvertreter, Herrn Johannes Luger und Josef Stadtmann. Herzlich willkommen. Und ganz besonders freut es mich, er ist, glaube ich, bei jeder Hausmesse seit 1999 bei uns anwesend gewesen, der Freund unseres Hauses, der Landwirtschaftskammerpräsident in Hohe. Herzlich willkommen, Walfried Wutscher. Auch ein Grüß Gott, unseren, man darf sagen, Altbürgermeister, alt ist er nicht, aber er ist Gott, weitergekommen. Herzlich willkommen, Vinzenz Rauscher. Einen Gruß auch den Vizebürgermeister der Gemeinde Hitzstall, Franz Hubmann. Er wird heute auch aus dem Musikalik. Zum Schluss, aber nicht zuletzt, auch unter uns fällt herzlich willkommen die neu gewählte Landesbäuerin. Hallo und grüß Gott, Frau Sabine Sterni. Ich begrüße auch die Vertreter der Medien und danke schon jetzt für die positive und tolle Berichterstattung. Seit 1999 gibt es das jenige Oktoberfest mit dieser Landtechnik-Zeitschrift-Hausmesse. Bevor ich jetzt weitergehe, habe ich Gott die Meldung gekriegt, dass ich auf meiner alphabetischen Liste einen vergessen habe. Bitte mir das zu verzeihen. Natürlich ganz, ganz herzlich den einheimischen Käsepionier des Geltales, den Ökonomierat Hermann Lackner. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Also, seit 1999 veranstalten wir dasjenige Oktoberfest mit der Landtechnik-Zeitschrift-Hausmesse. Im Zweijahresrhythmus ist dieses Ereignis, glaube ich, schon eine traditionelle Veranstaltung geworden. Es hat sich toll in unserer Region etabliert. Es ist ein beliebter Treffpunkt. Ein Treffpunkt von Jung und Alt. Ein Treffpunkt unter Freunden. Eine Begegnung unter Landwirten und unter Besucher und Freunden des Hauses. Es ist ein Erfolg der Gemeinsamkeit und ein Erfolg von funktionierender Zusammenarbeit zwischen den 8 Ausstellerbetrieben, die zusammen ca. 60 Mitarbeiter beschäftigen. Das heißt, das sind 60 Arbeitsplätze in unserer Landregion, in unserer kleinen Ortschaft mit Umgebung. Das heißt, wir sichern sehr viele Arbeitsplätze und da ist es auch notwendig, dass die Kaufkraft auch hier bleibt, damit wir diese Arbeitsplätze auch in Zukunft absichern können. Die 8 Betriebe darf ich hier namentlich nennen. Das ist das Landgasthof Schabus, das Café Wenigerstuben, die Familie Sagmeister mit dem Gelterler Almkäse, das Holzschlägerungsunternehmen Mögendorfer, die Firma Fliesen Nussbaumarkt, die Gelterler Autoklinik, die Tischlerei Meister Eder und die Landtechnik Sankt. Überzeugen Sie sich anschließend selbst von der Leistungsschau, die wir für Sie vorbereitet haben. Wir haben tolle Produkte ausgestellt, wir haben tolle Preise vorbereitet und speziell auch auf
dem Firmengelände der Firma Zankl. Wir haben die neueste Technik, die neuesten Traktoren von der Firma Steyr und von der Firma Case. Wir haben die neueste Landtechnik sowie die Forsttechnik zum Anschauen und zum Testen. Aber wir haben auch für die privaten Konsumenten einiges vorbereitet, wie Schneefräsen, Garagentore oder Reinigungsgeräte. Ich darf nun bitten, als Ersten den Herrn Landtagsabgeordneten, Herrn Helmut Haas, zu seinen Großworten. Ein vielfältiges Programm auch einen Mehrwert anbieten. Und so haben wir heute noch einen Programmpunkt bevorstehen und darf Sie nochmals bei uns hier begrüßen. Das ist ein schwieriges Wort, ich habe es früher fast nicht herausbekommen. Die Frau Sektionschefin für Landwirtschaft und Ernährung vom Lebensministerium. Ich glaube, so heißt das ganz richtig. Begrüßen Sie mir nochmal die Frau Diplom-Ingenieurin Edith Klauser für Ihr Referat. Vielen Dank, Herr Zanke. Herr Landesrat, liebe Sepp, Herr Landtagsabgeordneter, Frau Bürgermeisterin, Herr Bürgermeister, geschätzte Frau Landesbäuerin, vor allem geschätzte Damen und Herren, liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe Familie Zanke, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann und ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einladung. Ich bin seit gestern im schönen Land Kärnten. Ich komme ursprünglich aus Niederösterreich, bin aufgewachsen auf einem Bergbauernhof als älteste von 5 Kindern. Den Betrieb gibt es noch. Meine Eltern sind gerade dabei, den Betrieb an meinen Bruder zu übergeben. Ich bin ganz stark mit der Landwirtschaft verbunden, habe dann später an der Wohnkultur in Wien Agrarökonomie studiert und seit 2007 bin ich im Landwirtschaft.